Einen wunderschönen guten Abend, meine herzallerliebsten Butterblümchen da draußen. Hier ist die Schuseline in the house und wir machen Liebesorakel. Wir machen eine kleine Gegenüberstellung, gucken, was rauskommt. Sollte eine Dreiecksgeschichte rauskommen, nehmen wir die dritte im Bunde auch noch raus. Aber erstmal will ich drauf schauen, was sich heute so zeigt. Ne? Wir nehmen erst nur euch beide jetzt mal. Und dann gucken wir, was für eine Liebesgeschichte haben wir denn heute? Wir haben ganz verschiedene Zuschauer mit ganz verschiedenen Geschichten. Darum kann auch nicht jeden Tag oder immer bei jedem Video jeder betroffen sein. Das leuchtet ja, denke ich mal, auch jeden ein von euch. Und darum ist es immer, wo bist du? Ah, die letzte Karte bist du. Und darum ist es auch immer eine Frage der Resonanz. Ne? Wenn du dich da reinfühlen kannst, wenn du das für dich stimmig ist, wenn es nur ein Satz, manchmal ist es nur ein, zwei Sätze, die so ein Auslösen, so ein Klick oder irgendwas, ne? Die so, yo, oder so ein Schub oder irgendwas auslösen, ne? Oder so ein Feeling. Kann ich jetzt dranbleiben mit irgendwelchen Beispielen, aber ihr wisst, was ich meine. Und danach müsste so ein bisschen gehen, ne? Also seht das hier nicht als persönliche Legung, kann ja gar nicht. Wie? Ne? Brauche ich ja nur eine Sekunde länger nachdenken drüber. So, darum zieht euch das raus, was euch hilft, Leute, und nur das. Und ja, wenn du eine persönliche Legung möchtest, kannst du dich gerne bei mir melden. Und in der Infobox unten findest du alles Wichtige. Alles Wichtige. Ne? Also meine Daten oder meine Homepage, kartenlegen-mareike.com, steht aber auch in der Infobox. Und auf TikTok bin ich auch, wollte ich auch nochmal eben anmerken. Ne? Ich bin auf TikTok auch. Ja, und auf Instagram. Ich bin total in den sozialen Medien vertreten, Leute, aber ich bin nicht überall voll aktiv. Ne? Das kann ich gar nicht. Dann wäre ich ja nur den ganzen Tag... nee, also das ist gar nicht machbar. Ich frage mich auch, wie manche das machen. Wenn die so einen Content immer raushauen und auf verschiedenen Plattformen, die müssen doch da irgendein Management dann schon fast. Das ist gar nicht, ich könnte das, ist gar nicht möglich zeitlich. Ne? Also irgendwas lässt man immer ein bisschen schleifen. So, wir sind bei deinem Gegenüber Orakelchen. Was geht? Ich glaube, der ist heute gesprächig, du. Ich glaube, der ist heute gesprächig, du. Da gucken wir aber mal. Was er uns zu sagen hat, der gute Herr. Von und zu Rückzug. Von und zu Rückzug. Ey, das war doch wohl echt mal passend, oder? So, jetzt gucken wir uns das mal an hier, das Trauerspiel hier. Wollen wir mal angucken. Hab ich auch alles gesagt, Wichtige? Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, ein Daumen nach oben ist wie die Schuseline loben. Ne? Naja, gut, nicht der beste Reim, ich weiß. Ich habe ja gesagt, den muss ich nur ausbauen. Hauptsache, ihr könnt alles sehen. Das ist das A und O. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn bei deinem Gegenüber? Und ich decke das auch parallel dann auf gleich, weil dann können wir das direkt so vergleichen und gucken, Mensch, was ist bei ihm, was ist bei dir, ne? Guck mal, genau passend gesprungen, die Karten. Und das war ja, ich habe ja nicht gezählt. Ich habe so nach Gefühl. So, stopp. Bevor ich die Karten jetzt aufdecke, muss ich eine ganz wichtige Sache, ne, ehrlich jetzt aber. Ich habe das ganz vergessen schon immer. Ich wollte das in den letzten Videos schon immer am Anfang ansprechen. Aber man vergisst es einfach. Ich muss mir hier so ein Konzept machen. So, folgendes. Hört mir zu. Es geht um meine Legekünste hier. Und zwar möchte ich ganz kurz auf einen Kommentar eingehen, was ich hier hatte, weil das ist ganz schwierig, so schriftlich in den Kommentaren dann so, das so plausibel zu antworten manchmal, ne? Das ist so, und zwar wurde ich gefragt, warum ich den Park als Entscheidung deute. Und ich, also dazu kann ich kurz was sagen, den Park deute ich grundsätzlich schon mal alleinstehend für sich nicht als Entscheidung. Also das habe ich noch nicht gehabt. Dass ich, zumindest so kann ich das sagen, dass ich intuitiv da eine Entscheidung drin gesehen habe. Deswegen muss das wohl ein Missverständnis gewesen sein. Aber da war dann die Rede davon, also diese Zuschauerin legt selber seit 50 Jahren die Karten, also hat sie zumindest jetzt so da reingeschrieben und dann gehe ich ja davon aus, dass so ist, 50 Jahren die Karten und sie hat noch nirgendwo gesehen, dass man den Park so deutet und so. Ich deute den nicht so, aber ich muss da grundsätzlich jetzt mal was zu sagen. Ich habe keine Bücher gelesen. Ich habe, und dann habe ich nach den Büchern mir das Kartenlegen beigebracht.
Ich habe kein Seminar besucht und habe mir im Seminar die Karten beibringen lassen. Bei mir war das etwas anders. Nur, falls euch das interessiert, ich habe das schon öfter gesagt, aber das ist jetzt schon wieder länger her. Die Sache ist so, meine Mutter hat sich, als ich ein Kind war, von meiner Tante immer die Karten legen lassen. Wir sind sowieso sehr spirituell und alle unterwegs. Meine Schwester ist eine numerologische Beratung, macht die astrologische Heilpraktikerin. Also meine Tante war eben auch, ist, Entschuldigung, eben auch Kartenlegerin und jetzt so langsam hört sie auf. Aber als Kind ist meine Mutter halt immer hingefahren, hat sich die Karten legen lassen und das hat mich einfach angezogen. Es war stinklangweilig für mich bei meiner Tante. Da war nichts wirklich für Kinder. Aber hab mir das echt angetan, diesen stinklangweiligen. War nur, um dieses Kartenlegen mitzubekommen. Das hat mich so, ich weiß auch nicht, ich fand das einfach magisch. Ne? Und irgendwann, ja, da habe ich meine Tante natürlich auch mal gefragt, wenn man so älter man wird, ne? Und irgendwann habe ich dann, die hat aber Skatkarten gelegt. Das ist nicht mal, das kann ich nicht. Hut ab für alle, die da was drin sehen, ne? Ich brauche die Bilder. Ja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, ich meine, ich war 16, als ich mir dann Karten gekauft habe und dann angefangen habe, so mal, wie das so ist, unter Freundinnen, so spaßeshalber. Komm, ich mach mal, was ich hier. Und dann einfach mal gemacht. Und dann habe ich angefangen, so mir mein eigenes. Ich habe mir das wirklich, was ich da drin gesehen habe, das habe ich auch gedeutet. Irgendwann, als ich älter wurde, habe ich mir auch mal ein Buch gekauft. Und dann habe ich festgestellt, dass es doch echt sehr, sehr ähnlich ist, wie ich das eigentlich gedeutet habe, zu dem, wie das so diese traditionellen Deutungen sind. Das ist aber auch alles, ne? Und ich habe einfach mein Ding weitermachen. Und also ich fühle mich wirklich rein. Ich bin ein totaler Gefühlsmensch und ich lege wirklich intuitiv und echt nach reinfühlen die Karten. Ich habe das manchmal wirklich so stark, dass ich den anderen fühlen kann. Ich kann das nicht, auf den ich die Karten lege. Das ist nicht immer gleich stark. Das ist unterschiedlich, auch wie der andere aufmacht und so weiter. Aber das ist ganz viel und danach deute ich. Das ist echt Feeling, was ich da mache. Ich entscheide so, ob ich noch eine Karte springen lasse. Ich entscheide so, was ich noch frei. Das ist alles ein Feeling, was ich spüre. Und dadurch, ne, intuitiv umsetze. Und so deute ich die Karten. Deswegen, ihr könnt, vergleicht euch bitte nicht Kartenleger mit, das ist aber so oder ich deute das so. Das kann man nicht vergleichen, wie das halt in so Seminaren oder so. Ne? Ich habe da echt meinen ganz speziellen eigenen Weg. Und der ist erstaunlich, ja, das ist halt, klappt erstaunlich gut. Ne? Das ist einfach. Und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Und ich bin so eine Art von Kartenlegerin. Nur um das mal hier zu erklären. Und ich bin auch nicht die Kartenlegerin, die sich das große Blatt auslegt und dann da vorher alles nummeriert und das ist das und das und das so. Das ist mir zu starr. Ich bin nicht so. Es gibt aber welche, für die ist das der richtige Weg und die sind damit auch super erfolgreich, also treffermäßig. Und das will ich damit gar nicht. Ich will jetzt nicht sagen, oh, hier meiner, ne, der Weg. Um Gottes Willen, ne? Ich sag nur, so mache ich das, ne? Und deswegen nur mal, um das hier so aufzuklären, dass man das nicht vergleichen kann. Du kannst nicht sagen, ey, das geht aber so, das ist aber hier das ist aber hier die Entscheidung. Und das weiß ich seit 50 Jahren und 2738 andere Kartenleger machen das auch so und sagen das auch. Das alles stimmen, was du sagst dann. Aber dann bin ich eben die eine, die das anders macht. Weißt du, wie ich meine? So, und das wollte ich nur eben dazu sagen. Das ist ja so sehr schwer in den Kommentaren mal eben so zu schreiben, ne? Und darum habe ich das jetzt hier mit. Gut, dass mir das einfiel, bevor ich die Karten aufgedeckt habe. So, und jetzt einmal tief durchatmen. Damit ich mich ein bisschen konzentrieren kann. Und jetzt gucken wir euch. Ach. Haseleinchen, es kommt was. Guck mal hier, du hast das. Es kommt eine Schwere durch einen Konflikt. Also da kommt ein Konflikt. Und warum liegt der Anker da? Keine Angst vor dem Konflikt. Letztendlich ist der wichtig und gut. Erst im ersten Moment denkst du dir, oh, ne? Aber weißt du was? Hier, guck mal, der Sarg, kann ich dir sagen, der bringt diese Entwicklung. Denk dran, kennt ihr doch meine Geschichte, stell dir vor.
Dir sagt einer, leg dich in die Kiste rein und danach bist du ein wunderschöner Schmetterling, sage ich jetzt mal. Ne? Und du fühlst dich aber schon die ganze Zeit hässlich und kannst auch dich großartig gar nicht bewegen, kommst gar nicht richtig vom Fleck und stellst dir vor, boah, wenn ich Flügel hätte und ich könnte fliegen wie ein Vogel, boah, wäre das schön. Aber dafür musst du voll in das Vertrauen gehen, dich in diese dunkle Kiste legen. Und das ist jetzt so meine Interpretationsgeschichte. Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Ne? Um euch das plausibel zu machen, wie ich das sehe. So, jetzt sagt dir das einer. Und du musst in dieses Vertrauen, dass das wirklich so ist, in dieses Vertrauen dich reinzulegen und einfach aus deinem Gefühl heraus dann zu entscheiden. Weil dir dein Gefühl sagt, mach es, geh den Weg. Ne? Auch wenn ganz viele andere außen sagen, oh, mach das nicht. Ne, stell dir das mal vor, die dunkle Kiste, dann hörst du das schon, deine Ängste, deine inneren Ängste sagen, nein, geh da nie rein, hör mal, da kommst du nicht mehr raus, die legen da was Schweres drauf und dann steckst du da drin. So, verstehst du? So, und hier eben ist der Punkt, wo man sich auf dieses Abenteuer einlassen kann. Aber das geht, ups, das ist ein Weg, das geht nicht mal eben, zack. Denn der Sarg ist nie mal eben hier wie die Störche, die am Ende doch aber den schnellen positiven Wandel bringen, sondern das ist eher der Weg. Ne? Der Weg ist das Ziel. So, das heißt, ich kann das nicht anders sagen. Es kommt hier echt noch ein Konflikt zwischen euch hier. Hier wird es auf jeden Fall ein Thema geben, was so ein bisschen Schwere bringt. Und es geht hier auch, guck mal, wir haben den Anker. Was ist der Anker? Der will was festmachen. Ne? Es geht da um einfach auch eine feste Geschichte, guck mal, bei ihm liegt das Schiff, also die Bewegung, der Anker, das Schiff, Hammer, ne? Das Schiff in den Hafen bringen und den Anker werfen, ne? So, und das dann auch nur kann es wachsen. Guck mal, er hat das eigentlich hier, die Absicht, aber wahrscheinlich, weil er da hier wieder dieses Schwammige, ja, die Wolken, dieses Unklare, da mitschwingt, sage ich mal so, ist bei dir wahrscheinlich auch hier die Reißleine, wo du sagst, okay, ne, jetzt aber hü oder hott, ich möchte gerne wissen, was ich zu sehen kriege, wenn die Wolken sich verzogen haben. Schnubbelidu, was sagst du dazu? Ach, guck mal, wie ich wieder am Reimen bin hier. Der Ring, also zwischen euch, was zwischen euch liegt, und zwar von seiner Seite aus. Oh, ich habe ja gesagt, aber eins trotzdem, und da ist noch was. Da ist noch was, eine Verstrickung. Wir müssen eine Klärungskarte drauf ziehen. Das können wir auf gar keinen Fall so stehen lassen. Meine Karten. Ach hier. Das können wir auf gar keinen Fall so stehen lassen. Ich muss wissen. Ich hatte ja vorher gesagt, ob es eine Dreieckssache ist oder nicht, das will ich sehen, ne? Und da gucken wir jetzt mal einmal drauf. Denn das Ding ist, das ist von deiner Seite. Also wir haben. Das ist ja die Karte von deinem Deck. Und das heißt, das ist von deiner Seite, was zwischen euch ist. Von seiner Seite aus ist hier die klare Verbindung. Ne? Das ist das, ne? Von seiner Seite. Von deiner Seite haben wir hier aber nicht die klare Verbindung. Wir haben hier eine Verstrickung. Und zwar, und diese Verstrickung, da geht es um diese Entscheidung, was ich auch vorhin gesagt habe. Und da weißt du selber, ach, das ist so eine Dreiecksgeschichte, ist das. Du weißt nämlich hier von materiellen Interessen hier ganz klar, ne? Also da weißt du von. Und ja, guck mal, da haben wir so eine Art Seelenaufgabe hinter, da einfach anzukommen, ne? Er ist jemand, er kann einfach, er ist einfach nicht angekommen bisher im Leben, so richtig. Damit will ich nicht sagen, dass er nicht schon irgendwie was. Wer weiß, was erreicht hat oder ne, nicht mit beiden Beinen im Leben steht. Und das will ich jetzt gar nicht mal sagen. Möglich ist das, weiß ich, aber darum geht es gar nicht. Sondern vom inneren Gefühl her angekommen. Vom inneren Gefühl her das Gefühl zu haben, ey, ne, hier bin ich zu Hause, hier bin ich angekommen, ich bin jetzt auch im Leben angekommen, dass ich sagen kann, das kannst du einfach so entwickeln, sich gemeinsam entwickeln lassen, gemeinsam aufbauen lassen. Das fehlt so ein bisschen bei ihm. Und ich hatte ja gesagt, falls es sich um diese Dreiecksgeschichte handelt, lege ich auf die dritte im Bunde dann auch noch ein paar Karten. Das will ich jetzt hiermit tun. Und das machen wir jetzt. Schnubbelken. Er hat hier aber, guck mal, er hat ja die Wolken. Also er ist sich mal wieder nicht klar hier in einer
Sache, das scheint er öfter zu haben, das Problem. Oh, ich muss hier ein bisschen Platz machen, jetzt reicht es aber hier. Das scheint er öfter zu haben, das Problem. Am Ende, guck mal, was alles trägt, haben wir aber die Sterne, also die Klarheit, ne? Die klare Sicht auf den schönen Sternenhimmel. Alles unterm Sternenhimmel ist doch wunderschön, oder? Das hat doch so eine ganz, wenn man unter einem wunderschönen, also so einen, ne, klaren Sternenhimmel steht, sag doch mal ehrlich, das hat doch so eine ganz besondere Energie immer, ne? Also ist meine Meinung. So, sollen wir mal ein bisschen, ja komm, wir legen jetzt auf die dritte. Die nehmen wir jetzt mal als Schlange raus, weil sie hier als Schlange auch liegt, als Verstrickung in dieser, ne? Nicht weil, das sage ich ja nicht, weil so eine olle, fiese Schlange, weil ich sie als olle, fiese Schlange darstellen will, sondern einfach nur, weil das faktisch eine verstrickte Angelegenheit ist. So, aber mal gucken, was wir kriegen. Ne? Hier und heute. So, Schnubbelkern, jetzt gucken wir mal, was die Gute uns hier mitteilt. Okay, ah ja. Ja, das ist, weißt du was, ich sehe das mal so. Ich hatte ja vorhin gesagt, die sind so materiell. Hier ist jemand, der meiner Meinung nach, ne, vom Kartenbild her, in sich noch gar nicht, in sich auch nicht stabil ist. Damit meine ich nicht, wie bei ihm gerade das angekommen sein, sondern stabil. Hier ist jemand sehr wackelig. Also vielleicht hat sie da auch Sorge, den Boden unter die Füße zu verlieren, wenn das zerbrechen sollte. Ne? Was wir hier immer wieder haben, das hatte ich gerade auch, dass, als ich die Klärungskarten gezogen habe, das ist hier so eine Seelenaufgabe steckt dahinter. Und zwar für alle drei Beteiligten sehe ich die. Jeder hat sein Ding da, was er da als Lernwerkzeug sozusagen in die Hand bekommen kann. Ne? Also jeder sie, an ihr, bei ihr sehe ich hier auch die eigene Festigkeit im Leben finden, eigene Sicherheit aus sich heraus und nicht sich bei anderen das zu holen. Dieses, in die Richtung geht das meiner Meinung nach, eigentlich sehen, dass es für sie am Ende auch positiv wäre, sich aus dieser Sache rauszuziehen, sozusagen, ne? Da nicht weiter dran festzuhalten und in sich selbst die Stabilität und die nicht dann im Außen suchen zu finden. Da sehe ich diese Aufgabe. Ups, so bei dir habe ich ja gerade schon gesagt, da geht es darum, in dir selber die Wertigkeit zu sehen. Also ja, ganz klar deinen eigenen Selbstwert erkennen sozusagen. Und da mal will ich jetzt nicht jeden hier da draußen seinen Selbstwert absprechen und versteht das bitte nicht falsch, ne? Also das ist, weiß Gott, damit nicht gemeint. Aber eben dieses ein anderes Bewusstsein nochmal dafür und die eigene, vor allen Dingen auch die eigene innere Stärke nochmal ganz neu zu erkennen und auch zu erkennen, wie unabhängig und so weiter man doch eigentlich ist und vielleicht mal geglaubt hatte, nicht zu sein. Ne? Habe ich das jetzt so formuliert, dass ihr das verstehen konntet? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Hör mal, Leute, ich hab mir sagen lassen oder ich habe festgestellt, dass bei dem letzten Video, da ist ja sehr häufig Werbung, da war nicht so lang und trotzdem war sehr viel Werbung. Ich muss euch mal zu der Werbung was sagen. Ich kann da nichts machen. Das ist alles automatisch. Ich stelle das nicht ein. Ich möchte gerne fünfmal Werbung da drin haben oder dreimal oder ich kann das gar nicht beeinflussen, weil ich weiß, dass das irgendwie geht, aber ich weiß nicht wie, dass man das alles, und ich habe auch Angst, da total was dann zu verstellen am Ende. Ne, ich bin da nun mal nicht der Profi, nur mal so nebenbei. Also wenn das ist, dann habe ich das nicht gezielt eingestellt. So ein bisschen was Werbung muss ich hier machen. Ich kann ja nicht alles. Ne? Immerhin, ich muss ja auch Steuern zahlen und alles und leben irgendwie. Ne, das ist ja nun mal mein Job. Aber das wollte ich euch nur sagen, nur dass ihr das wisst. Ich stelle das nicht selber ein und die alles. Das Einzige, was ich einstelle, ist, dass man die überspringen kann. Und das ist das Einzige. Und ich hoffe, ich habe da nicht irgendwas Falsches wieder angeklickt. So,
Ja, und auch hier, also ich hatte ja gesagt, hier kommt eine Auseinandersetzung, hier ist es auch, hier kommt eine Lüge an, wird kommuniziert, eine Lüge, hier eine Unwahrheit, ne, die wird ausgesprochen. Naja, es wäre ja mal, vielleicht kommt er ja auf die Idee, doch mal rauszulassen, dass er da eine Verbindung mit dir eingehen möchte, ne? Auf jeden Fall wird hier, es kann, ob das jetzt zufällig passiert oder bewusst rausgehauen wird, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Aber eine Unehrlichkeit, hier du siehst, und daraus kommt ein Konflikt, wir haben hier die Routen, das gibt eine Reibung, das gibt Reibung. Und hier haben wir mit dem Brief, das ist ja, ne, also diese Kommunikation, also deswegen sagte ich, es wird eine Lüge kommuniziert, ausgesprochen. Und den Streit gibt es, weil es eine Lüge war und die Wahrheit halt auf den Tisch kommt, ne? Also, das ist das. So, jetzt weiter noch. Weiter. Geht noch weiter. Ach so, habe ich schon gesagt, morgen Livestream. Wer ist denn ja, aber ich weiß nicht, ob genug. Sagt mir mal bitte, kann mir nicht mal einer mitteilen von euch, wer morgen beim Livestream dabei wäre? Ob das sich überhaupt lohnt oder ob wir das erst nächste Woche wieder machen sollen. Ne? Ihr sollt ja die Fragen zu oft hintereinander, so sollt ihr ja auch nicht. Das ist nicht gut, ne? Meerjungfrau der Sonnenfinsternis. Machtvolle Energieverschiebung. Machtvolle Energieverschiebung. Naja, also hier kommt, hier wird, das heißt, hier werden Lebensgrundlagen sozusagen machtvoll verschoben. Hier kommt eine Lüge raus. Man könnte es tatsächlich auch so deuten, das ist ja hier diese Dreiecksgeschichte. Es kommt eine Lüge raus. Ne? Die Verbindung, die er da jetzt eingehen will, liegt ja tatsächlich hier. Vorher haben wir aber diesen Konflikt hier auch, ne, bei euch beiden liegen. Na, also immer die Hoffnung stirbt zuletzt, sage ich mal. Sieht sehr positiv aus. Vielleicht besinnt er sich ja doch, da Butter bei der Fische zu machen, meine ich so, ne? So, also, ich bin jetzt aber raus an der Stelle. Ich wünsche euch was. Seid stark, Leute. Lasst euch nicht unterkriegen. Und denkt dran, was ich dir gesagt habe hier von wegen Wachstum und wie stark du bist und, ne? Und was du alles geschafft hast. Ne? Also, zieh mal den Hut vor dir selber. Sag mal, Chapeau, klopf dir auf die Schulter, das kannst du nämlich. Was ich alles geleistet und geschafft habe. Und ja, mit eigener Kraft auch so. Ne? Egal was. Ne? Durchgestanden. Durchgegangen, wo ich schon überall durchgegangen bin, etc. So, die Schusseline ist jetzt raus, Leute. Wenn ich einen Livestream mache, dann um 20:30 Uhr morgen. Und ihr könnt mir auch über WhatsApp schreiben, wenn ihr das hier nicht schreiben wollt. Ne? Bin dabei, Mareike. Dann am besten die Frage schon vorher stellen. Das ist mir am liebsten. Okay. Tschüss!